Machen Sie das bitte nicht. Ich würde nicht näher kommen. Mir geht es nicht so gut. Dum, dum, dalale, werden von der Zeit. Wenn ich recht habe, werden die Aufseher bald wieder Versammlung abhalten. Thank you.
Bitte, nein! Oh, Sie sind's, Corvo. Den Sternen sei Dank. Wir dachten, Sie wären tot. Alle bis auf Samuel. Er schien sich sicher, dass Sie überlebt hatten. Ich sah ihn auf dem Fluss, bevor das Gemetzel begann. Er war schlau genug, nicht an Land zu kommen. Und er ist sicher noch draußen. Sucht vermutlich nach Ihnen. Zuerst sagte Pendleton, es sei Zeit für unseren Bonus. Havelock stand hinter ihm und auf ein Zeichen hin schoss er jedem Einzelnen in den Kopf. Wie bei seinen Zielübungen. Lydia blieb kaum Zeit zu schreien. Ich wäre auch tot. Hätte Wallace nicht gesagt, dass nichts passieren wird. Pendleton entschuldigte sich und dass niemand wissen dürfe, was sie getan hätten. Martin trank und schien traurig. Der Admiral wollte Callista erschießen. Dann murmelte er etwas über einen Gefallen, den er ihrem Onkel Kernow schuldete. Sie sagten, Sokolovs Zeit sei reif und gingen zum Käfig. Was danach war, weiß ich nicht. Ich hoffe, sie hielt die Augen zu. Der Admiral sagte, Martin habe recht. Sie sprachen wohl darüber. Und dann haben sie sich Sorgen gemacht, für all ihre Taten gegen den Lordregenten hingerichtet zu werden. Deshalb haben sie sie wohl auch vergiftet. Ich fürchtete, Lydia würde mich noch verraten. Stattdessen verfluchte sie Havelock. Und starb. Wenn du bis dahin überlebst, siehst du das Chaos hier? Ganz ruhig. Einer der Offiziere sagte, er sei tot. Vergiftet und in den Fluss geworfen. Der ist lange weg. Maske in den Fluss geworfen und weg. Das würde ein normaler Mensch tun. Aber nicht er. Du musst den Verstand eines Kriminellen verstehen. Hört ihr, sie hätten das Caldwell-Mädchen von ihm ferngehalten. Die ganze Zeit. Und sie hätten ihn in einen Käfig gesperrt. Wird nur nachts rausgelassen. Den Verstand eines Kriminellen, hä? Was macht er dann jetzt? Er wartet. Beobachtet uns. Mit der irren Maske. Kommt näher. Noch näher. Und noch näher. Bis... Hör auf damit. Was ist an Corvo überhaupt so interessant? Wen hat er besiegt? Ein paar Oberaufseher? Ein paar Edelleute? Keine Chance gegen Männer wie uns. Jetzt hoffe ich, dass er sich zeigt. Ich will sehen. Achtung, Bürger von Dunmore. Hiram Burroughs, der frühere Lord Regent, hat abscheuliche Verbrechen gegen die Bürger von Dunmore gestanden. Er wird ins Gefängnis von Coldridge überführt, bis seine Strafe von rechtmäßigen Behörden festgelegt wird. Er sagt, wir wurden verflucht, als Corvo den Kaiser tötete und dass die Unsere Männer.
Romulaner versuchen immer noch ins Labor einzudringen. Ist verbarrikadiert. Wir vermuten, Pero Joplin ist drin. Der verrückte Naturphilosoph. Beweise deuten darauf hin, dass Anton Sokolov hier gegen seinen Willen festgehalten wurde. Wir können noch nicht sagen, wo er nun ist. Ich verwette meinen Sold darauf, dass er bei Pero Joplin ist. Wenn dem so ist, nehmt ihn fest. Aber er muss unversehrt bleiben. Jetzt habe ich dich! Getötet, Corvo. Alle getötet, um es zu vertuschen. Und dann haben sie Emily mitgenommen. Ich konnte sie leider nicht beschützen. Finden Sie sie. Ich bitte Sie. All das geht. Von einem ehrenhaften Militäroffizier. Havelock wird Emily wie eine Schachfigur für sich nutzen. Der Tod des Lordregenten hat den Admiral verändert. Ich konnte es sehen. Auch Martin war seltsam. Er verstummte, wenn jemand näher kam und flüsterte bis tief in die Nacht mit Havelock und Pendleton, während sie da draußen waren. Sie merkten, dass sie nur einen Schritt davon entfernt waren, Rang und Macht des Lordregenten zu erlangen und waren besorgt darüber, Rechenschaft ablegen zu müssen, als Kaisertreue. Sie hätten auch mich getötet, aber Havelock verschonte mich. Wohl aus Respekt vor meinem Onkel. Bitte, reden Sie mit Samuel oder jemand muss etwas wissen. Finden Sie Emily. Sie hat so viel durchgemacht und hat niemanden an ihrer Seite außer Sie. Samuel hat dies hier gelassen für ihre Rückkehr. Sie können ihn damit rufen, er kommt dann schnell. Er muss nur unbemerkt anlegen, damit die Wache ihn nicht sieht.